Ja, wir hatten heute hier in Riesa eine ganz tolle Veranstaltung mit etwa 450 Teilnehmern, die eindrucksvoll belegt hat, dass die NPD eben nicht bedeutungslos ist, sondern dass wir weiterhin ein politischer Faktor sind. Wir hatten eine volle Halle, hatten hervorragende Redebeiträge, gute Musikbeiträge und ich glaube, erkannt zu haben, dass all die, die heute hier waren, mit einem guten Gefühl und voller Motivation nach Hause fahren und dann auch im Wahlkampf voll in die Speichen treten. Ich für meinen Teil, und ich hege die Überzeugung, Sie stimmen darin mit mir überein, bin wild entschlossen, mir keine multikulturelle Endlösung in meinem Heimatland aufnötigen zu lassen, liebe Freunde. Der verständige politische Beobachter wird erkennen, dass wir konservativ wählen möchte in diesem Land, nicht CDU, CSU wählt, sondern NPD. Dass wer freiheitlich wählen möchte, nicht die FDP wählen darf, sondern die NPD. Dass wer sozial wählen möchte, nicht die SPD oder die Linke wählt, sondern die NPD. Dass wer ökologisch wählen möchte, nicht die Grünen die Stimme gibt, sondern die NPD. Dass wer patriotisch wählen möchte, auch nicht die AfD, die Zuwanderung nur besser verwalten und nicht stoppen will, wählt, sondern die NPD. Und dass wer europäisch fühlt, nicht die europhoben Parteien von Brüssel wählt, sondern die NPD, liebe Freunde. Heute hat der Tag wieder mal gezeigt, was für eine Kraft doch noch in unserer Partei steckt. Ich bin ja auch hier fürs Bildungswerk, für Heimat und nationale Identität, um hier unser neues Zeitschriftenprojekt Gegenlicht vorzustellen. Wurde auch sehr gut angenommen bislang von den Gästen des heutigen Tages und ist doch eine Aufbruchstimmung zu greifen, die sich, glaube ich, noch richtig in Energie entladen wird dann im kommenden Wahlkampf. Gott erfunden, will ich stets bewahren, seine Wärme durch unsere Lande tragen, bis ein Fünkchen im letzten Winkel glüht, bis das Heimatland neu erblüht. Die Heimatliebe im Herzen tragen, das Bekenntnis auf den Lippen. Stehen wir getreu dem Eid, bis der letzte Tag ist eins bestritten, zu der Berge höhen, über grüne Auen bis in die Flüsse, die Himmel blauen. Halt die Losung wird immer mehr, heimattreue Deutsche. Ja, wir erleben heute eine wunderschöne Veranstaltung hier in Riesa, unserem Verlagsstandort. Wir haben mitreißende Reden gehört und wir können ganz gestärkt jetzt in den Wahlkampf gehen. Mit großer Zuversicht werden wir den Bundestagswahlkampf. Ja, zunächst muss man mal sagen, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Aber den haben wir nicht im Bereich der Facharbeiter oder der Ingenieure, sondern den haben wir ganz explizit im Bereich der Leute, die in Berlin da in diesem Kuppelbau sitzen und sich Politiker nennen und das Wohl des deutschen Volkes vertreten wollen. Da müssen wir Fachleute haben, denn da sitzen ganz einfach entweder 70% Pfeifen, auf die können wir pfeifen, und die 30% Qualifizierten, die da sitzen, ich schätze ich auf 30% ungefähr, das sind weitestgehend Opportunisten, die nichts anderes wollen, als so weitermachen. Ja, wir haben jetzt heute hier in Riesa eine sehr schöne Wahlkampf-Auftaktveranstaltung erlebt. Die Stadt Riesa hat ja vor einigen Monaten im Stadtrat beschlossen, dass die Stadthalle Stern auch wieder von Parteien genutzt werden kann. Die NPD ist die erste Partei, die diese Möglichkeit nutzt. Wir sind jetzt insgesamt schon zum zweiten Mal hier in der Stadthalle. Und ich kann schon mal als Fazit ziehen, dass das eine sehr motivierende Veranstaltung gewesen ist mit hochkarätigen Rednern. Ich gehe davon aus, dass die gesamte Partei hochmotiviert in den Bundestagswahlkampf eintreten wird. Wenn ich auf der anderen Seite sehe, mit welcher Macht unsere NPD bekämpft wird, werte Freunde, dann steht das natürlich in gar keinem Verhältnis zu den Leuten, die heute dankenswerterweise hier sind, zu den Wahlergebnissen der NPD. Und man muss sich die Frage stellen, ja, warum ist das denn so? Warum wollte niemand die DVU verbieten in früheren Jahren? Niemand die Republikaner? Warum schreit jetzt niemand danach, die AfD zu verbieten, die ja mit den ähnlichen Parolen, wie wir sie als Aussagen unseres Parteiprogramms haben, von einem Wahlerfolg zum anderen eilen? Auch der AfD möchte man die Finanzen nicht sperren. Womit hängt das zusammen? Ja, ganz einfach, weil dies auch eine vom System
gegründete Partei ist und dass es eben eine Systempartei und man hat sie nur gegründet nach dem Motto von Franz Josef Strauß, der damals erklärt hat, bei Kreuth, in Wildbad Kreuth, wo sich die CSU-Tagungen immer stattfinden, es darf keine Partei rechts von der CDU geben, es sei, sie ist von der CDU gegründet. Wir haben hier heute in Riesa eigentlich eine ganz klasse Veranstaltung hinter uns, die wirklich gezeigt hat, die Partei steht zusammen, gerade nach den anstrengenden Wochen der Unterschriftensammlung, wo es ja immer noch von außerhalb Zweifler gab, dass wir das bundesweit nicht auf dem Stimmzettel schaffen werden. Wir haben aber gezeigt, wir schaffen das. Und auch heute die ganze Organisation, das ganze Miteinander, es war wirklich ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich denke, wir können alle gestärkt hier aus Riesa rausgehen und anpacken und zeigen, die NPD ist nicht bedeutungslos, sondern die NPD ist wirklich die einzige ernstzunehmende nationale Kraft, die hier in Deutschland noch aktiv ist. Und deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Mitstreiter uns bei der Bundestagswahl unterstützen werden. Und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, weil Deutsche sich's noch trauen. Und als die Sache besser lief und der Schornstein wieder rauchte und das Wirtschaftswachstum rief, da war's, dass man über Teiche fand, dass sie schaffen, wir herrschen hier im Land. Doch das sehen wir aber. Und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation. Und heute hier bei dieser Veranstaltung muss eines in die Köpfe rein. Deutschland ist nicht irgendetwas, sondern Deutschland seid ihr alle. Jeder Einzelne von euch. Und das, liebe Freunde, ist der Grund. Die Frage hat Udo Vogt eben gestellt. Genau das ist der Grund, warum die NPD in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht stand. Nicht, weil wir eine Partei von 5.000, 6.000 Mitgliedern sind. Nicht, weil wir in zwei Landtagen saßen. Sondern, weil die NPD ihre Aktivisten, ihre Mitglieder und Funktionsträger eine Idee in sich tragen und dafür brennen. Wir sind keine Parteiapparatschiks. Wir wollen das Überleben unseres Volkes sichern. Und deswegen standen wir in Karlsruhe, weil wir für diese Idee brennen, weil wir die letzte verbliebene Kraft in diesem Lande sind, die unmissverständlich sagt, wir streiten nicht für Geld oder Posten, sondern wir streiten dafür, dass die Kinder, die wir in die Welt setzen, auch noch in 50 oder in 100 Jahren und unsere Enkelkinder auch noch in 200 Jahren durch dieses Land gehen können, die deutsche Sprache hören, weiße Gesichter sehen und deutsche Kultur pflegen. Das ist unser Anspruch. Gemeinsam werden wir jetzt gestärkt in diesem Wahlkampf aufbrechen, denn es ist eine wirklich wichtige Wahl, nicht nur für die NPD, sondern auch für das deutsche Volk. Denn hier muss endlich Flagge gezeigt werden, dass es so nicht nochmal 4 Jahre weitergehen kann in Deutschland. Dementsprechend fordere ich alle auf, nochmal geht zur Wahl, aber vor allem unterstützt den Wahlkampf der NPD, dass wir gemeinsam am 24. September ein wunderbares Ergebnis für uns als NPD einfahren und so weiter in unser Volk retten können.